Jo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid bei einer neuen Folge The Last of Us 2 Remastered. Ja, es geht jetzt weiter hier im feindlichen Gebiet der Scars. Und ja, wir müssen jetzt einmal schauen, wie wir hier hindurchkommen. Denn hier sind viele Gegner. Und ja, mal sehen, wie wir das Ganze jetzt hier angehen. Auf jeden Fall erstmal den Schalldämpfer hier anbringen. So. Und was ich auf jeden Fall auch wieder machen möchte, ist es, ja. Oh, Moment. Erstmal ganz kurz hier in Deckung gehen. Jedenfalls, was ich erstmal hier auch wieder machen möchte, ist jedes Haus zu durchsuchen, denn wir brauchen Pillen, Metallteile und so weiter. Und jetzt muss ich gerade erstmal gucken, wie ich das hier leise hinkriege. Komm schon, Moment, Moment, Moment. Ja, Treffen muss gelernt sein. Meine Güte, war das schlecht. Das war gerade richtig schlecht. Aber hey, wir sind nicht aufgeflogen. Aber hey, ich bin sowieso immer am Anfang nicht so gut. Ich muss gerade erstmal wieder reinkommen. Weil immer zwischen den Folgen meistens ein Tag Abstand liegt, ja. So, Moment. Mal hier hinlegen. Alles sauber. So, also dort oben das Gebäude ist auf jeden Fall ein Problem. Ich würde, denke ich, jetzt erstmal rüberrennen in das andere Gebäude. Wenn wir jetzt auffliegen, wäre es dann eigentlich nicht so schlimm. Zwei haben wir ja schon mal leise wegbekommen. Und die anderen könnten wir eigentlich, wenn wir eine gute Deckungsposition finden, dann schön wegfeuern. Mal sehen. Ja, das Haus hier würde sich perfekt eignen, weil hier liegt ja auch noch ein Medikit. Gut, dann probieren wir es jetzt von hier aus, die alle wegzufeuern. Was? Bäm! Ein Wurf ist auf in diesem Gebäude! Ja, los, komm hierher. Los! Jawoll! Da gab es erstmal schön die Brechstange ins Gesicht. Mal sehen, ob da unten gleich einer kommt. Ich gehe erstmal ganz kurz hier hinter. Und schau von hier aus einmal darüber. Ja, das sehe ich den einen. Bam, einmal angeschossen. Gib mir dir. Oh, jetzt sollte der Scharfschütze erstmal als nächstes dran sein. Na, komm. Problem ist, das sind sehr, sehr viele. Ja, ich würde sagen, wir machen höchstens mal noch zwei Gegner weg. Und danach geht es dann einfach hier weiter. Und ich merke gerade wirklich, ich bin gerade wieder komplett raus aus der Steuerung, wieder so ein bisschen aus dem ganzen Gameplay-Gefühl. Bam. Meistens brauche ich wirklich am Anfang einer neuen Folge immer erstmal so ein paar Minuten, bis ich ganz reinkomme hier in das Ganze wieder. Ich glaube, ich werde alt. Ja. So älter man wird, so mehr verliert man seinen Skill. Ja, weg mit dir. So, hinter mir ist jetzt gerade auch noch ein Gegner, der ist aber eigentlich uninteressant, weil wir werden dann jetzt einfach von hier aus in das Gebäude reingehen, würde ich sagen. So, Schalldämpfer mache ich einmal ab. Jetzt einmal hier schauen. Ich höre es, ich höre es, ich höre es. Die pfeifen alle wieder. Na, liegt hier noch etwas? Nein, sieht nicht danach aus.
Schnell weiter ran. Owen, alle sagten, dass sie dich nicht erwischt haben. Da drüben. Der ist jetzt auch mal dran. Bam. Das war ein schöner Kopftreffer. Jawohl, hier liegt Munition rum. Die Munition habe ich auch dringend notwendig, denn ich habe eben ordentlich was verbraucht. Ah, da habe ich gerade was gehört. Kommt einer hoch. Tschüssi. Jawohl, gib mal deine Munition her, bitte. Okay. Muss einen Weg durch dieses Gebäude geben. Sehr schön. Jetzt gucke ich einmal ganz kurz hier wegen Herstellen. Hm, okay, das brauche ich eigentlich nicht, dieses Upgrade. Für die Nahkampfwaffe. Weil der Hammer ist ja dann eh bald wieder kaputt. Los, weg damit. Was haben wir denn hier? Hm, hier ist vielleicht Owen gewesen. Kann schon gut sein, oder? Also, jetzt muss ich nur noch runter zur Straße. Okay, ich packe das. Auf jeden Fall hat die Person, die hier übernachtet hat, hier alles verbarrikadiert, ja. Und hat einige Sachen zurückgelassen. Okay, nein. Das ist ein Scars Versteck hier. Ja. Jetzt sieht man es, hier ist überall Zeug von denen. Was ist das hier? Na klar, direkt in ein Scar-Lager gerannt. Gut, jetzt holen wir erstmal ein paar Upgrades. Hm, bei der Schrotflinte wäre das mit dem Schaden natürlich jetzt nicht verkehrt. Eigentlich wollte ich mein Sturmgewehr und sowas verbessern, aber ja. Mehr Schaden ist halt nicht verkehrt bei der Schrotflinte, weil dann könntest du halt noch besser reinhauen, vor allem bei solchen starken Infizierten und so. So, und als zweites Upgrade ist hier Stabilität einmal dran. Denn ich liebe dieses Gewehr. So, einmal ganz kurz abbinden hier. Wunderbar. Neues Medikit noch mit eintüten. Und dann schauen wir uns mal noch ein bisschen hier um, aber hier gibt es scheinbar Jack, gar nicht so viel mehr. Siehst du überhaupt, was du da anrichtest? Alles klar, geht's hier weiter. Ich glaube, ich höre jemanden. Ich glaube, ich habe hier gerade Schritte gehört. Die Ältesten wird es freuen, so nah beim Märtyrertor zu sein. Verdammt. Dieser Ort ist drauf. Weiter, runter. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Ja, geh du mal darüber, bitte. Hey, warum kommt die hierher? Die soll dort drüber gehen, wo ich die Flasche hingeschmissen habe. Absolut gar nichts. Ja, ebenso. Hm. Zwei schallgedämpfte Schüsse abgeben. Ja, müssten aber Treffer werden. Ja, komm schon. So, die eine ist weg. Jetzt muss die andere schnell auch noch weg. Let's go! Ah,
Gut. Okay. Hier einmal die Machete mitnehmen. Und jetzt gehen wir mal hier schön weiter. Geht's hier drüben weiter? Ja, hier. Hilfe, hinlegen, hinlegen, hinlegen. Ich springe jetzt so runter und hol die mit Nahkampf weg, würde ich sagen. Let's go! Was? Ihr habt mich durch meinen kleinen Sprung hier entdeckt. Naja, egal. Dann rennen wir jetzt hier einfach ein bisschen durch. Und feuern ein paar weg. Lauf, Abby. Da unten. Bumm! Und, komm schon, ich will nochmal Bumm machen. Ah, da drüben. Ja. Hat er auch zuerst überlegt, ja, ob sie mich flankieren will. War mir aber da nicht so sicher. Aber ja, hat sie jetzt getan. Aber hat ja auch nicht viel gebracht. Ey, 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 ey. Nimm das. Wow, Alter. Geh mir aus dem Weg. Und lass mich bloß in Ruhe. Hier runter. Ne? Los, zeig dich mal. Da drüben. Wow, nach hinten. Oh, Alter, in meine Magengrube rein. Ey, ey, loslassen! Alter. Geh weg! Ich muss Abstand hier reinkriegen, zudem. Irgendwie hängen wir gerade zu eng aneinander, Kollege. Oh, mein Rücken! Aber das kriegst du jetzt. Sehr schön. Und weiter. Immer weiter hoch. Oh. Geh runter von mir. Ich sagte, geh runter. Hey, ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Moment. Ist Alice auch hier? Ja, draußen mit Mel. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Also jedenfalls,
Was hast du gemacht? Naja, ein paar Pflanzen entfernt, gestrichen. Was ist das? Oh ja, Mel und ich haben hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Dann mal los. Eins. Ich bin stolz auf dich. Zwei geschafft. Aber noch nicht gut. Alle. Wo sind die nächsten? Hier. Oh, dummer. Jetzt hier. Und hier. Scheiße. Fünf. Hast geschafft, Apps. Hey, Vorsicht mit der Kunst. Was? Davon wird's nur schöner. Autsch. Also, es tut mir schon weh. Hey, sind da oben noch welche? Ja. Zwei, um mich zu schlagen. Kein Druck. 30 Sekunden. Sei ganz locker. Na los. Du brauchst nur noch eine. Nicht verpassen. Verdammt, du hast es geschafft. Du hast die meisten Punkte. Ich hab noch Zeit übrig, stimmt's? Nur noch 10 Sekunden. Geschafft? Ha, beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein, das ist ihr egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay. Ganz ruhig. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Nach dir. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Und jetzt probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und... Wir haben Jahrestag, also... Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Habe ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest,
weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist. Stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar. Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Die andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Die Dämonen kommen. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev.
Liebe. Seid auf der Hut. Hey, wartet auf mich! Ich mach das. Los. Ich helf dir. Lass ihn los. Los, komm ran. Nimm das. Na, zeig mal, was du kannst.
Los, zeig doch, was du drauf hast. Bam, bam, bam. Nein! Warte. Okay. Alles in Ordnung? Ja. Der Arm. Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich hab doch nicht alles. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was? Echt seltsam, dass Gas jetzt aufs Gas losgehen. Seraphiten. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschaut. Okay, dann sag's nicht. Es ist mir egal. Gut, ich schaue mich jetzt erstmal hier noch ein bisschen um. Danach gehen wir weiter. Hier in der Werkstatt, denke ich, gibt's noch ein bisschen mehr als nur diese paar kleinen Sachen, die wir jetzt gerade eben gefunden haben. Ja, hier ist noch eine Werkbank. Da brauche ich aber gar nicht rangehen. Ja, so viele Teile haben wir da noch gar nicht wieder gefunden bisher. Aber hier könnte ich mir mal noch was holen. Ui, Brandpatronen anfertigen. Ja, das nehmen wir mal. Das ist halt alles Zeug für die Jagdpistole. Ich denke, wir nehmen da erstmal hier noch eher Zeug. Ja, würde ich definitiv sagen. So. Gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Kann ich hier was herstellen? Jawohl, Brandpatronen kann ich herstellen und Messer auch. Tolle Sache. Noch was für die Schrotflinte. Gut, die rüste ich auch direkt einmal aus. Und hier vorne geht's weiter. Bam, das Ganze hier eintüten. Hier drin? Nichts? Okay. Jawohl, aber hier ist noch ein bisschen Munition. Jetzt tue ich mir das einmal rumwickeln hier und dann nehmen wir das neue Medikit hier auch noch mit. Ich glaube, das war aber dann nun auch so gut wie alles. Ja, also jetzt haben wir, denke ich, das komplette Gebäude leer geplündert. Der Schwester von dem Left geht's auf jeden Fall gar nicht gut. Wir sind fast an der Küste. Oh. Wir kriegen Besuch. Da kommt noch mehr. Weg mit euch.
Ui, jawoll. Eine wahre kleine Goldmine haben wir hier. Sehr schöne Sache. Lev, könntest du mir bitte aus dem Weg gehen? Ich möchte hier durch. Lev. Danke. Sehr freundlich. Gut, einmal nach unten hier. Oh, hi. Vorsicht! Komm, weg mit euch. Hinter mir ist auch noch mal was. Hey, bleib stehen. Hey, hau nicht ab. Hier habt ihr da was für dich. Bam. Was jetzt? Ich glaube, wir müssen hier lang. Du glaubst es? Du musst da nicht mitkommen. Willst du, dass ich euch beide hier allein lasse? Lasst uns einfach verschwinden. Na, gibt's hier nochmal irgendwo eine neue Nahkampfwaffe? Wäre auf jeden Fall top. Ich stelle nochmal ganz kurz hier neues Zeug her. So, wunderbar. Euch durch, ihr öffnet das Tor, ja? Machen wir. Na los. Du bist dran. Vorsicht mit dem Arm. Okay, dann müssen wir wohl erstmal hier ein bisschen überleben. Sollten wir aber hinbekommen. Hier, für dich erstmal eine Ladung. Und jetzt für dich eine Ladung, ja. Komm, lauf, 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 lauf. Geht doch mal weg von mir. Oh, Klicker, Klicker, Klicker. Lauf, 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 lauf. Geht auf die Spalte, geht auf die Spalte. Oder halt nicht. Geht halt hier durch. Boah. Bam. Jetzt bist du dran. Und jetzt du. Wie läuft es da draußen? Hey, wo seid ihr zwei? Okay, hier bleiben wir erstmal. Ich höre da noch mal weitere Klicker. Ich wechsle hier ganz kurz mal zu dem anderen Gewehr. Gehen wir zu der Tür, vielleicht kommen die ja jetzt gleich. In rechts höre ich noch was. Ja, aber hier links auch. Okay, jetzt zeigt sich der Klicker dort. Das andere. Gib die Schrotpatronen her. Danke. Oh. Geh weg. Geh weg, sagte ich. Oh, loslassen, 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 loslassen. Oh. Oh, ich glaube, das ist ein Champler, was ich hier gerade höre. Munition wechseln, Brandpatron raus, los. Und Feuer. Okay, das reicht ihm nicht. Hier durch. Wo ist der andere? Da ist er. Jawohl. Los, geht doch hoch.
Sehr gut, das ist hochgegangen. Jetzt schnell hier durchrennen. Let's go, let's go, let's go. Danke für die Hilfe. Mehr von denen. Nur eine Minute. Muss ich gut festhalten. Okay. Oh, mein Arm. Ich weiß. Konzentrier dich aufs Atmen. Ein und aus. Schön gleichmäßig. Ein und aus. Probier die Türen. Sieh nach, ob Infizierte da sind. Oh, geht nicht auf. Probier die anderen. Geht die auf? Nein. Rein, bevor uns jemand sieht. Mach zu. Hilf mir bitte mal. Das muss nur gerichtet werden. Okay. Weißt du, wie das geht? Schneid das in Streifen. Leg dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Bereit? Abby. Danke fürs Abschneiden. In dieser Gegend ist einiges los. Auch wenn es hier schlecht geht. Solltet ihr besser morgen verschwunden sein. Wir kommen klar. Ja. Okay. Owen. Hoffen wir erstmal, dass die klarkommen. Auf jeden Fall ist das Aquarium jetzt nicht mehr weit. So, ich denke, wir gucken dann jetzt auch noch mal ganz kurz hier was nach. Mal sehen. Kann ich jetzt noch mal was für mein Gewehr holen? Ja, ich könnte mehr Kapazität hierfür holen. Ja, aber ich hätte eigentlich lieber erstmal das Zielfernrohr dafür. Dementsprechend werde ich wohl erstmal noch weiter warten. So,
So, aber einmal kurz die Waffe hier wechseln. Zack. Na, ist hier drin was? Ja, hier liegen noch ein paar Pillen und so. Ui, und so eine neue Tasche. Sehr schön. Das ist ein neues Waffenholster-Ding. Wir stellen mal hier kurz was her. Wunderbar. Und jetzt muss ich gerade mal schauen. Ach, hier oben geht's durch. Alles klar. Oh, ich höre hier Besucher. Die sind mir aber jetzt einfach mal egal. Ich probiere an denen einfach vorbeizurennen. Da hinten kommen noch mehr. Jawohl, hier liegt ein Sammelobjekt. Oh, und hier geht's nicht weiter. Okay. Ja. Schwimmen. Hier ist die Strömung stark. Wir machen mal lieber schnell hier lang. Die Strömung ist heftig. Jawohl. Jetzt tue ich das mal ganz kurz hier abspeichern. So. Wunderbar. So muss das. Jetzt gucken wir uns mal hier drin um. Was haben wir hier? Bolzen. Okay, mein Hauptweg ist dann wohl das hier. Dann gucke ich erstmal noch hier hinten. Ja, von hier sind wir gekommen. Ich dachte, hier gibt es vielleicht noch einen anderen Raum, den ich noch nicht gesehen habe. Ich werde wirklich gründlich hier vorgehen. Aber hier liegt doch noch was dahinter, oder nicht? Nee. Ich dachte, da hat was geglänzt. Gut, dann einmal hier hoch. Die Flinte noch durchladen. Und los, geh auf. Oh, hi. Was hast du denn hier Schönes? Gib das mal her. Oh, da hinten. Komm, weg mit euch. Okay. Jawohl. Also die Armbrust gefällt mir sehr, sehr gut. Hi! Da war ich wohl etwas zu laut jetzt, deswegen kam da wohl angerannt. Blub.
oder weniger. Alter, das war ein schöner Kick. Wunderschön in sein Gesicht getreten. Irgendwie sah das herrlich aus, ich weiß nicht. So ein schöner Tritt ins Gesicht. Ich meine, solange mir niemand ins Gesicht tritt, ist alles gut. War ja nur ein Infizierter. So. Wir gehen weiter. Ich höre wieder einen klickenden Freund. Na, wo klickt er denn? Da links, okay. Dann sagen wir ihm gleich mal Hallo. Juhu. Oh, jawoll. Komm ran. Komm ran. So. Bam. Sehr schöne Sache. So, hier geht's weiter. Hier geht's dann wohl wieder raus. Nee, hier geht's nicht raus. Hier geht's noch weiter nach oben. Oh, hi. Hier oben ist viel Besuch, sehe ich gerade. Ja, und ich sehe gerade schon, hier ist ein Tresor. Da müssten wir mal hier den Code suchen. Der Code wird 100 Meter hinten irgendwo liegen, wo die ganzen Gegner sind. Ich würde sagen, wir feuern die einfach weg. Wir haben gerade recht viel Munition. Hier rein. Oh, ich war ein Schändler, glaube ich. Da. Schön alle abgewehrt hier. Was ist? Ja, das war's. Gut, fallen gelassen hat keiner von denen etwas. Viel verbraucht haben wir ja jetzt auch nicht hier bei dem Kampf. Ist auf jeden Fall gut soweit hier. Das passt eigentlich alles so. Ja, ich habe immer noch recht viel Munition dabei. Kann sogar noch was herstellen. Machen wir auch direkt mal ganz kurz. So. Na, geht die Tür auf? Ja, die geht auf. Aber ich würde das gerne einmal abbrechen, denn hier vorne gibt es doch, glaube ich, auch noch einen, oder? Wenn ich hier durchsteige? Ne, das geht nicht. Kann das sein, ich komme jetzt von hier aus nicht wieder zurück? Okay, das ist das Logbuch. Ich muss das erstmal ganz kurz gucken. Wow, ich komme nicht mehr von hier aus zurück. Ich dachte hier, bei dem Zettel steht jetzt vielleicht die Kombination für den Tresor. Naja, kann man nichts ändern.
ist auf jeden Fall jetzt auch der erste Tresor, den wir hier in diesem Spieldurchlauf auslassen müssen. Ansonsten haben wir ja bisher eigentlich alles gefunden und alles gemacht, was man machen konnte. Und auf jeden Fall würde ich auch sagen, Leute, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. Nächste Folge machen wir dann hier weiter. Lasst ein Däumchen da und ja, euch noch einen schönen Tag. Tschüssi!